Oh, möchte man da sagen, das sieht ja gar nicht gut aus, was der Markt da aktuell macht. Wir haben es in den letzten Tagen eindrucksvoll gezeigt bekommen, dass der Markt auch anders kann und die Abwärtsrichtung bringt. Viele sprechen darüber, Mensch, so stark ist der Markt gefallen. Das hat doch was zu bedeuten, aber es ist nicht nur die Stärke aus meiner Sicht, es ist auch die Richtung, naja, die Richtung ist falsch, die Stärke der Bewegung, also nicht das Ausmaß, sondern die Intensität der Bewegungsrichtung. Und die ist, man sieht das hier auf Tagesbasis wie am Faden gezogen. Es ist aber auch, dass wir wichtige Marken durchstoßen haben. Wir haben es ja schon angesprochen. Und wir sehen jetzt heute, wir sind weiter auf Abwägen. Das ist jetzt der Index. Er ist durch nichts aufzuhalten. Sein letztes Tief von gestern hat er tapfer rausgenommen, hat gesagt, das können wir auch noch tiefer. Und die amerikanischen Futures, die wir jetzt hier sehen, die zeigen das ebenso, dass der Markt immer noch auf der Abwärtsseite unterwegs ist und sich auch durch nichts, auch durch noch so kleine Unterstützungslevel in irgendeiner Form wirklich aufhalten lässt. Er plumpst halt durch alles durch, was da gerade zu finden ist. Und ich habe es hier mal angedeutet, das wäre so eine Chance, worauf man ja immer gerne wartet. Ah, Mensch, cool, da könnten wir doch noch mal die Long-Seite vielleicht fahren. Aber der Markt macht es einfach nicht. Viele haben dann eine Idee und sagen, klasse, jetzt geht's los, aber so funktioniert das an der Börse nicht. Er muss es auch bestätigen und wir sehen hier eben, es gab keine Bestätigung. Der erste Arm, der war super. Ich habe das so gelassen, wie ich das gestern eingezeichnet hatte. Der erste Arm war super. Wackelig runter hätten wir gebraucht, dann hätte man hier sich long triggern lassen können, auch noch mit höheren Zielen vielleicht, als ich es jetzt hier eingezeichnet habe. Aber was macht der Markt? Er macht die Gegenseite und es sieht nun mal kontraproduktiv aus, wenn man hier auf die Long-Seite will. Also insofern diese Idee. Sowieso obsolet, einfach weil der Markt es nicht bestätigt hat. Ist doch auch eine Aussage, ist doch super. Also, wir sind also weiter auf der Abwärtsrichtung. Vorsichtig sein, wir brauchen jetzt mal irgendwann mal den Dreh, aber es gibt keinen Anhaltspunkt, wo der stattfindet. Man kann da noch so viele Linien einzeichnen. Das alleine macht den Kohl nicht fett. Immer darauf achten, ob der Aufwärtsmarkt wirklich Power entwickelt oder ob er das eben nicht tut. Und im Moment tut er das eben nicht. Wenn wir hier mal was haben, dann kriegen wir aber sofort wieder die Gegenseite, die Klatsche. Hier beim Nasdaq sehr eindrücklich, aber egal durch welchen Markt wir hier gehen, klar, das ging mal schön hoch, aber eben nicht korrektiv nach unten, sondern gleich wieder in dem alten Schwung, den wir vorher hatten, hier nach unten. Das ist eine wunderbare Aussage, ob man es mag oder nicht, ob man die Richtung mag oder nicht. Aber für uns als Händler ist das zumindest mal eine Aussage, sich entweder so lange dann auf der Gegenseite rauszuhalten oder dann gegebenenfalls Positionen nochmal zu eröffnen. Das ist beim Euro im Moment ein bisschen in der anderen Richtung. Da hatte ich so ein bisschen die Vermutung, hey, vielleicht haben wir die Chance, dass wir hier sogar nochmal short gehen können. Warum? Weil der Markt hier relativ wackelig nach oben gekommen ist. Aber auch hier wieder, da sieht man, wie wichtig das mit der Bestätigung ist. Auch hier zeigt er eben den Dreh nicht, sondern er läuft dann doch nach oben raus. Das ist der Grund, warum das mit dem Setup und Trigger. Das Setup war wackelig hoch. Das sieht kontraproduktiv aus für die bullische Seite nach so einem Abwärtsmarsch. Aber er muss es bestätigen, das ist ganz wichtig. Bitte, bitte keine eigene Meinung haben. Ich habe das immer wieder, dass dann jemand sagt, ja, aber da hatte jemand, also ich zum Beispiel, ich selber eine Meinung oder derjenige, der es mir erzählt hat, hatte eine Meinung oder irgendjemand anders. Es geht nicht um Meinungen, es geht immer darum, was der Markt daraus macht. So, er lädt hier noch, er guckt, dass das hier alles an Richtigkeit hat. Der Markt aber, wie gesagt, nach oben im Moment ausgebrochen. Das heißt, Euro gegen US-Dollar finde ich nach dem Ausbruch und der Beschleunigung, die wir jetzt haben, tatsächlich auf der Long-Seite. Das Bild, gucken wir kurz auf die Oszillatoren, würde das sogar hier bestätigen. Allerdings auch hier gilt, bitte, bitte bestätigen lassen. Nicht einfach jetzt sagen, oh, der ist schon toll gelaufen, da steige ich jetzt einfach mit ein. Das ist in der Regel kein gutes Zeichen, um in den Markt zu kommen. Was aber eine Möglichkeit wäre, wenn der Markt dann mal irgendwie so eine Bewegung nach unten macht. Das kann so groß aussehen, das kann aber, wir können es hier im Kleinen, im 15-Minuten-Chart zeigen, auch so aussehen, wann immer es korrektiv anmutet, zwischen zwei Trendlinien, zum Beispiel einen Trigger setzen oder aber eine andere Variante, zum Beispiel über die Oszillatoren, wenn die in die gleiche Richtung weisen, dann hätte man da einen Ansatz. Wenn Sie sagen, das finde ich total klasse, da wüsste ich noch viel mehr gerne drüber, dann ist vielleicht das Trade to Go ein Thema für Sie. Dort kriegen Sie solche Nachrichten aufs Handy gesendet. Völlig kostenfrei dank unseres Sponsorpartners. Also Sie müssen sich nur anmelden, kriegen dann die Information entweder zu tollen Trading-Situationen oder aber eben auch erklärt, wie man an der oder der Stelle eben einen Einstieg oder eben einen Ausstieg dann auch plant, zum Beispiel über eine Trading-Situation. Und
welche Varianten da sinnvoll sind, in welcher Situation, das wird da besprochen. Einfach anmelden und mit dabei sein. In diesem Sinne, für heute erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, bis dann.